Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Train Fever. Tut tut. Ach ja, es macht immer wieder Spaß. So gut Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Letzte Folge hatten wir ja hier die Linie abgeschlossen, also zumindest erstmal das Setzen. Und jetzt machen wir daraus mal eine funktionierende Strecke. Ne? Also ich werde das mal ganz schnell das Depot bauen und im Anschluss die Haltestellen und so weiter. Und wenn ich das dann habe, würde ich glaube ich gleich Eikelo noch verbinden. Das ist ja nochmal mein Plan. Da müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Ich bin nochmal gespannt, was wir 1900 dann so freischalten. Ist ja nicht mehr lange bis dahin. Ich mache mal wieder schnell, damit das ein bisschen schneller geht. Ne? So, Moment. So. Und dann noch Depot direkt hin. Quatsch. So gut, das hätten wir. Jetzt erstmal hier schnell, dass die auch wieder mit dem Bus, also mit der Straßenbahn fahren können. Aber ich werde eigentlich nur Bus machen, das reicht eigentlich. So. Und jetzt Haltestellen dafür. Also so groß ist Wernicke gar nicht. Ich guck mal eben. 218. Juhu, Sulzbachtal hat die 400 Einwohnermarke überschritten. Das ist solide. Wie sieht denn das jetzt aus eigentlich? Das ist wirklich schon ganz schön gewachsen. Gerade wenn man bedenkt, hier war wirklich gar nichts gewesen. Weiß ich nicht, hätte ich hier nicht die Gleise gebaut, ich könnte mir sogar vorstellen, dass irgendwann die Städte miteinander richtig verbunden sind. Ich weiß es nicht, ob daraus irgendwann mal eine Großstadt werden kann, die über die ganze Map geht. Das wäre auch mal ganz interessant zu wissen. Aber gut, machen wir hier erstmal jetzt weiter. Das ist wirklich noch Zukunftsmusik. Aber ich denke, so ab 1900 wird es interessant, weil da müssten auch wirklich in höheren Frequenzen mal wieder mal Züge kommen. So, ich mache erstmal hier jetzt, dann könnte man hier oder hier. Ich mache mal hier ungefähr oder machen wir ein bisschen weiter unten noch. So. Dann hier an der Kreuzung, das ist eigentlich auch keine schlechte Idee hier, ja doch. Und dann geht es weiter. Und am besten hier noch eine Haltestelle. So. Dann fährt er hier runter. Ja gut, hier haben wir jetzt nicht wirklich was, aber es ist jetzt auch nicht so wild. Könnt ihr drüber nachdenken, hier noch eine Haltestelle zu machen. Das mache ich glaube ich auch einfach mal. Und dann fährst du hier lang. Das wächst ja hier sowieso überall noch ein bisschen, also passt das schon. Bäm. Hätten wir. So gut, dann. Depot müssen wir auch noch schnell machen, das mache ich gleich mal. Dann baue ich jetzt einfach mal hier hin. Ist ja egal letztendlich. Solange es ein bisschen in der Nähe ist. Und jetzt eine neue Linie. So. Also schön hinzufügen. Machen wir erstmal ganz schnell Bahnhof. Und kopieren können wir auch gleich mal machen. Kopieren. Hiermit bitte. So, hätten wir. So gut, jetzt Haltestellen. Also, bäm. Wir könnten auch gleich mit dem Güter, aber das müsste ich erstmal dann aufbauen. Da bin ich mir jetzt noch unsicher, wie ich das mache. Das ist ja erstmal nur, dass wir es haben. Also, wenn ich jetzt nicht benutze, ist auch nicht so blöd. Aber ich wollte dann schon gerne die Rohstoffe alle mal erschließen. Darum muss ich mich sowieso dann gleich mal noch ein bisschen kümmern. So, das hätten wir erstmal. Und jetzt, noch eine neue Linie, bitte. So, Linie 13 mache ich wieder weg. Linie 16. Fängt bitte hier an. Hallo? So. Hier bitte. Dann hier, hier, hier. Hätte man bestimmt auch noch ein bisschen idealer bauen können, die Haltestellen, aber es ist schon okay, so denke ich. So, hätten wir. Das müsste eigentlich schon gewesen sein. Und jetzt bitte ein Fahrzeug kaufen. Kaufen wir erstmal Züge. Nehmen einfach die hier wieder. Ich meine, die hat auch genau die gleichen Betriebskosten, mehr oder weniger. Die hat halt ein bisschen mehr Leistung. Also, da kann man ein bisschen mehr dranhängen. Schätze ich jetzt mal. Aber die ist einfach schneller. Und bislang hatten wir noch nie Probleme, dass die Züge irgendwie zu viel Waggons dran waren oder so. Also kaufen wir einfach mal das Teil hier. Abteilwagen. Passen 8 rein, hier passen 11 rein. 22.000, 19.000. Da können wir den hier nehmen. 1, 2, 3. Jetzt passen 33 rein. Ich weiß nicht, ich mache glaube ich gleich für 44. Machen wir so. So viel kostet jetzt so ein Waggon auch nicht. Das ist schon okay. So gut, Linie, zumal hier sind Linie 13 was glaube ich gewesen. Quatsch. Und dann hier noch Bus kaufen. 6 Passagiere. 8 Passagiere. 19.000 im Jahr. Ich gucke nochmal gerade durch hier. 13.000. Das ist aber dafür langsamer, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Also so vom Hocker haut mich das jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein. Landdauer. Passen halt ein bisschen mehr rein, dafür kostet aber mit Abstand mehr und das Ding ist schneller. Deswegen würde ich lieber mal noch ein paar von diesen französischen Teilen kaufen. Sind mir besser gefallen.
Das habe ich, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber egal. Haben halt einen zu viel. Linie zuweisen, Linie 16. So, hätten wir. Schön. Mal gucken, wie es läuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir damit jetzt so großartig Plus machen. Aber vielleicht insgesamt dürfte das den Ertrag trotzdem ein bisschen erhöhen. Weil ja dann die auch hier rüberfahren können und die können dann noch umsteigen und dann nach Sulzbachtal oder sonst so hinfahren. Dreiachser freigeschaltet, Verbandswagen und, oh, der kommt ein bisschen spät und ein Mack freigeschaltet. Da passen bestimmt viele rein. Ich guck mal eben ganz schnell. 10 Passagiere schafft er und 24 km/h und kostet auch nur 19.000. Ist ja mit Abstand besser als der Landauer. Ja, da verkaufe ich die jetzt hier, glaube ich, sehe es. Ach nee, das mache ich dann später. So kommt es halt einer höheren Frequenz, was auch okay ist. Das mache ich dann später mit dem Verkaufen. Müssen wir sowieso jetzt mal gleich gucken, wie sieht's aus mit dem Alter. Linie 7, Linie 8 und, oh, Zug 3 sieht nicht so gut aus. Wo ist denn der gerade? Der ist gerade auf dem Weg nach Hause, okay, dann mache ich währenddessen mal Linie 7, Linie 8. Das dürfte alles ein Wisch sein hier in Stefans Posching. Also, Linie 7, Linie 8 machen wir erstmal schnell. Hier unten haben wir es. So, verkaufen bitte. Verkaufen bitte, Linie 8 lohnt sich ja überhaupt nicht. Also werde ich da vielleicht mal nur ein Fahrzeug kaufen. So, kaufen bitte. Und holen wir jetzt mal gleich den Markt, wenn wir dabei sind. 1, 2, 3, 4. Ist vielleicht ein bisschen viel, aber passt schon, so viel teurer ist der gar nicht. Ich meine, die Straßenbahn ist ja auch nicht immer gerammelt voll. Ist ja auch angenehmer für die Fahrgäste. Linie 7. Und dann hole ich jetzt noch einen kleines Französisches für Linie 8. Ich denke, das ist okay so. Jetzt müssen wir aufpassen, der Zug wendet gleich. Wir lassen die mal noch fix die Fahrgäste abgeben und im Anschluss werde ich die mal austauschen. Da holen wir dafür eine neue. Wie sind denn jetzt hier gerade? Über 40. 42 sind hier, alles klar. Da werde ich mal so für 60 Fahrgäste oder so kaufen, denke ich. Lass mal alles hier wieder wegmachen. So. Jetzt ist er gewendet, alles klar. Also, bam. Linie. Welche Linie war das jetzt gewesen? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Zug 3, Linie 9 ist das, alles klar. Macht doch Sinn. 720.000 Ertrag, das ist wirklich richtig nett. So. Die Waggons hätte ich, glaube ich, sogar behalten können, aber egal. Alles klar, dann holen wir wieder die Preußische. Oh nein, das sind ja keine Waggons. Beam, was mache ich denn? Ah. Okay, nicht so schlimm, so viel kostet der ja nicht. Und ich kriege auch wieder was wieder hier. Was habe ich denn bezahlt? Ah, okay, das ist plus minus null. Okay, ist ja noch neuwertig. Ich habe sie ja noch nicht benutzt. Ich habe ja nur verklickt. Und das fängt ja super an, die Session. Das ist irgendwie, ich nehme halt irgendwie Trainfever ständig irgendwie in der Nacht auf, wo ich dann immer schon ein bisschen müde bin. Aber es macht halt immer so Spaß. Und das, oftmals nehme ich es halt dann immer auf, wenn ich schon irgendwie davor was aufgenommen habe. So gut, machen wir weiter. Also einen haben wir noch da an dem wunderbaren Weg. Das habe ich jetzt nicht gleich wie alle verkauft. Und das haben wir auch neu. 28.000, 14 Passagiere. 3 Passagiere weniger, aber 22.000. Also vom Verhältnis her gesehen, lohnt sich der hier mit Abstand mehr. Ich werde mal einen davon kaufen, dass wir mal sehen, aber den Rest tauche ich die Dinger hier ran. So, 36, 47, 58. 58 denke ich, okay. So, Linie zuweisen. Linie 9 war es gewesen, ne? Ja. So. Muss jetzt erstmal warten, bis der Zug drin ist, dann wird der hier verkauft und im Anschluss kann er dann rausfahren, dann kann es weitergehen. Bin ich immer gespannt. So, das kann man ja schon. Cool. Dann haben wir jetzt ja auch so einen neuen Waggon. Aber der lohnt sich vom Verhältnis nicht so sehr, weil ich meine, die sind ja auch alle gleich schnell. Also Maximalgeschwindigkeit, wie schnell die quasi gezogen werden können. So gut, das hätten wir, das hätten wir. Wie machen wir jetzt weiter? Ich gucke nochmal ganz schnell Fahrzeuge durch. 18 Jahre ist das Maximum. Das sieht gut aus. Das kann man erstmal so lassen. Ich hoffe, wir kriegen auch noch irgendwann mal bessere LKWs oder so. Das ist jetzt natürlich, irgendwann müssen es aber jetzt losgehen, womit wir besser transportieren können, die Rohstoffe. Und ich würde mich jetzt sehr gerne erstmal um die Rohstoffe kümmern, oder? Wir verbinden noch ganz schnell Aikelo. Das machen wir, glaube ich, gleich auch mal noch. Okay, wir verbinden mal noch schnell Aikelo. Ja, dann haben wir das auch und dann haben wir wirklich jede Stadt irgendwie miteinander verbunden. Und die sind ja, wie gesagt, auch in der Lage umzusteigen. Ne? Also ich denke, dass das irgendwie so integriert sein sollte. 78 Leute sind jetzt hier. Und wenn wir dann vielleicht auch mal eine schnellere Lokomotive bekommen, denke ich auch drüber nach, dann vielleicht zum Beispiel Sulzbachtal mit Untergruppenbach plus mit Kassel-Kirchen zu verbinden oder so. Also eine bisschen längere Linie dann zu machen.
Muss man mal schauen, wie wir so anstellen. So, Eigelo, das wird jetzt wirklich interessant. Das kann ich versprechen, denn das ist böse mit den Höhenlinien hier. Das ist böse. Wir würden es wahrscheinlich relativ gut nach Kasekirchen bekommen, aber wie soll ich das gleich verbinden? Ich könnte es dann so hier machen. Das wäre eine Variante. Oder ich mache es hier rüber. Verbinde es dann hier miteinander. Das würde auch gehen, aber hier wäre, glaube ich, kürzer. Ne, ich probiere es mal hier rüber. Mal sehen, ob ich es hinbekomme. Testen es einfach. Also, als erstes bauen wir einen Bahnhof. Ich mache einfach wieder 5 Gleise. Sicher ist sicher. Hier ist blöd. Ich würde einfach so hier irgendwie machen. Das kostet 4 Millionen! Aufpassen, Beam. Kein Mist machen jetzt hier. Okay, stopp. Ich drehe den mal ein bisschen. So, und schon kostet es nur noch 10% von davor. Ich baue erstmal die Straße noch ein bisschen hier lang. Das ist besser. Ich kann natürlich auch drehen, mir schon klar, aber... Halt. Ja, ich will aber, wenn dann gleich eine große Straße hier haben. Wenn wir dabei sind. Die ist mir schon wieder zu groß. Ich hätte gerne genau die, die da schon ist. Genau die. Oh, da geht's auch böse bergab gerade, sehe ich. Das ist ja übel. Einfach mal so hier und jetzt Bahnhof bauen. Dumm. 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 So ist okay, denke ich. 2 Millionen, ey, das ist übel. So. Und dann gucken wir mal, ob ich es hinbekomme. Ich baue jetzt einfach mal, setze das gleich hier mal an. Okay, also ich versuche einfach ein bisschen diesem Feldweg hier zu folgen. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Dass wir so ein bisschen dieser Höhenlinie hier entsprechen. Oder hier unten, genau. Das ist noch besser. So. Das wird auf jeden Fall auch interessant jetzt. Dann muss ich jetzt hier irgendwie vorbei. Geht das? Leider nicht. Soll mir jetzt aber erstmal egal sein. Ich baue jetzt erstmal bis hier hin. Dann hoffe ich, dass hier irgendwie vorbeikomme. Okay, so funktioniert. Wunderbar. Geht das dann weiter? Wir könnten auch einen Tunnel machen. Geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Bis hierhin würde gehen. Und hier geht es dann nicht mehr plötzlich. Hier geht aber. Mit Brücke. Das wäre okay. Wir müssen hier halt nur eine Kurve. Ja, es ist nicht ganz optimal. Ich probiere mal noch ein bisschen. Wie komme ich denn hier raus? Hier komme ich raus, so wie es aussieht. Ich mache mal bis hier hin. So. Cool. Das ist okay noch vom Kosten her. Das ist ein sinnvoller Tunnel, denke ich. Und jetzt versuche ich das irgendwie mit dem Gleis hier zu verbinden. Wahrscheinlich dann erst, nachdem wir eine Brücke gebaut haben. Bis hier hin. So. Das nehmen wir mal als Brücke. Nehmen wir die hier. Das ist okay. So hätten wir. Sieht denn das jetzt aus? Oh nein! Jetzt reiße ich das ganze Ding jetzt ab bestimmt, ne? Und hier? Geht gar nicht. Okay, das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Das ist immer wieder typisch, ey. Ganz ehrlich, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Scheiße! Also nochmal, Moment, ich muss jetzt mal ein bisschen angleichen. Hier, wenigstens hier. Ich glaube, im Moment ist es auch egal. Ich versuche es jetzt einfach hier lang zu ziehen. Habe ich das verdammte Gleis nicht getroffen? So, jetzt haut's hin. Ich mache es mal jetzt bis hier hin. Sicher, sicher. Und jetzt probieren wir es nochmal. So, jetzt ist es verbunden, ne? Ja, sieht gut aus. Meine Güte, meine Güte. Aber guck mal, jetzt kriegt man das... Doch, wir kriegen das bisschen... Irgendwie war jetzt hier ist okay. So geht's. Das geht. Ne, Kollision. Aber eben ging es. Hier geht's. So. Dann nehmen wir wieder die Brücke hier. So die gleiche wie... Ne, jetzt haben wir hier gar keine Brücke mehr. Dann ist egal. Ich nehme einfach die jetzt, weil sie cool ist. Nice. So, und jetzt müssen wir das irgendwie mit dem Gleis hier verbunden bekommen. Halt. Haut das hin? Ich glaube ja. Ja, ja, sieht so aus, sieht so aus, sieht so aus. Also, Nee, ich hätte schon gerne... Ich mache es mal bis hier hin. Jetzt hoffe ich, dass ich das auf das Gleiche drauf bekomme. So, wunderbar. Es geht auf jeden Fall schon mal. Dann machen wir einfach so, das ist okay.
Ben? Alles klar, und jetzt brauche ich noch ein Signal hier. Ein Signal, ein Signal, ein Signal. Ich muss ja an sich noch auf der rechten, wenn der von hier kommt, ist es wichtig sozusagen, also aus der Richtung von Eigelo, dass er hier anhalten kann, wenn gerade der andere Zug hier kommt. Von Stefans Porsche. Dann kann er hier stoppen und warten, bis der aus dem Bahnhof wieder rauskommt und sobald er vorbeigefahren ist, könnte er dann weiterfahren. Und das würde ja nicht so oft passieren, weil die Strecke ist ja ziemlich lang, das dürfte sich eigentlich verteilen, zeitlich gesehen, denke ich zumindest. So gut, das hätten wir. Das ging erstmal. Ich versuche das mal als Linie jetzt schnell zu verbinden und hoffe, dass es hinhaut. Ben? Ben. Haut hin. So, und hier überschneidet sich. Aber das müsste so klar gehen eigentlich. Hoffe ich zumindest. So gut, dann muss ich noch ganz schnell jetzt Eigelo Haltestellen und so setzen. Ich mache das ganz schnell, das Depot, wie jedes Mal. Machen wir mal so einfach. Müsste eigentlich schon reichen. Dann Bam. Und jetzt Bahnhof. Busbahnhof. Kommen wir gegenüber. Gleich gruppieren. Hätten wir. Und jetzt Haltestellen. So, wo setzen wir die erste Mal? Ich wollte das jetzt schon versuchen, effektiv wie möglich zu machen. Hier vielleicht? Fährt er hier hoch? Dann, nee, das ist dumm. Ich mach mal hier irgendwie. Machen wir hier die erste hin. Dann hier hoch, dann hier an der Kreuzung irgendwie. Könnten die auch eiskalt hier hinsetzen. Dann ist die Strecke nicht so lang. Das mache ich auch mal. So, und dann hier nochmal an der Kreuzung. Dann fährt er hier runter. Und hier muss ich mal irgendwie eine Straßenverbindung machen. Das mache ich gleich mal. Könnten auch hier hinsetzen, aber ich mache lieber hier. Mach mal hier einfach mal irgendwie, wenn es geht. So, hätten wir. So gut, dann noch schnell eine Verbindung aufbauen. Jetzt komme ich wahrscheinlich über die Gleise rüber, oder? Nein! Ich habe eine Idee, wie man es hinbekommt. Mache ich jetzt zwar ungern. Einfach das Haus weg. So. Bis hierhin. Können sie gleich da wieder neue Häuser bauen, wenn sie wollen. Das haut hin, das haut hin. Das ist ziemlich kurze Strecke. Aber wir müssten so weitestgehend alles abgedeckt haben. Hier fehlt vielleicht ein bisschen was, aber egal. Die können ja notfalls auch laufen. Alles klar, dann schnell noch Depot bauen. Haben wir hier. Einfach mal jetzt hier hin. Und jetzt Linie noch bauen. Und dann hätten wir es auch schon. Das ging ja gut von der Hand jetzt erstmal. Und im Anschluss werde ich mich erstmal um die Rohstoffe kümmern. Und wie gesagt, ich will dann auch bald die Linien erweitern. Das wird jetzt nicht mehr so lange dauern, bis ich auch wirklich ein bisschen schnellere Fahrzeuge als auch Züge bekomme. Bin ich ziemlich optimistisch eigentlich. Macht ja Sinn. Wenn man ein bisschen was Schnelleres bekommen. Hier lang. Hier lang. Hier lang. So, das war's schon. Dann kann er hier direkt wieder zurückfahren. Wunderbar. So, okay. Fahrzeuge kaufen bitte. Nehmen wir den gleich. 1, 2, 3. Machen wir 4 Stück. Wie gesagt, so viel mehr kostet der ja gar nicht als der hier. Ist aber ungefähr genauso schnell, kann aber fast doppelt so viele Leute einladen. Das ist schon ordentlich. Und irgendwann wachsen die Städte ja auch noch ein bisschen. So, das ist die blaue Linie. 18 müsste das sein. Ich will es nicht ganz täuschen. Gucken wir mal, ob sie in die Richtung fahren. Ja, machen sie. Wunderbar. Und jetzt noch einen Zug kaufen.